Moin moin Freunde des knäuligen Wolgans, hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV. Ich flitz schnell zum nächsten Punkt, den ich noch mal zeigen wollte. War es jetzt Rost oder nicht? Wintersonne hatten wir gemacht, jetzt ist Teil 10 sogar schon. Das Spiel ist viel, viel länger als erwartet. Das hatten wir, Wintersonne und Rost kommt jetzt, genau. Ja, ein Pärchen in trauter, vertrauter Zweisamkeit. Ja, und wie immer stimmungsvolle Musik. Also das fällt mir immer als erstes hier auf. Wie schön und passend die Klänge sind. Den doch noch. Da habe ich jetzt wirklich gerade keinen Plan. Es sei denn, wir müssen hier wirklich noch einen Schneeball hochbringen. Das geht aber gerade nicht. Da lag nichts mehr auf dem Weg. Manchmal die Sachen auch ein bisschen versteckter, so an der Seite. Nee, das ist mal gar nichts. Okay. Definitiv zu kurz. Da muss ich, weil kann ich hier auch rein? Nee, auch nicht. Okay. Wenn ich das noch löse. Ach so, ja klar. Ja. Ja, logisch. So. Einmal anknoten. Und dann dürfte das hinkommen. Jetzt löse ich das. Löse das. Und ziehe mich da hoch. Dann könnte das knapp reichen. Theoretisch kann ich das jetzt auch lösen. Ja, knapp, aber geschafft. So, weiter geht's. Ja, durchweg schöne Klänge, schöne Musik. Okay. Ja. Auf dem Rad balancieren? Wahrscheinlich. Ja. Ganz sicher. Oh nein. Nee, ich stepp wieder. Doch nicht. Okay. Autoteile?
What? Wo kann der denn hergekommen sein, bitteschön? Der einzige, das ist der, der gleich runterfällt und der lag platt. Der kann sich doch nicht von selbst aufrichten. Alles klar, muss ich wohl oben lang. Na, das ist schwierig, auf dem Ding zu bleiben. Da war noch ein Ankerpunkt. Ja. Okay. Ja, das ist wohl die Werkstatt, in der ihr Mann gearbeitet hat. Oh. Überhaupt. Wurde der Name überhaupt schon jemals erwähnt in dem Spiel? Da ist auch der Husky wieder. Gehe ich mal wieder geflissentlich. Sieht richtig. Ich kann wohl hier weiter, ne? Ja. Wow, wie soll ich das denn schaffen? Okay. Weiter. Ach, da sind kleine Pfeile drauf, weil ich das nicht sehe, genau. So war das. Ne, lassen wir erstmal hoch. Okay, damit kann ich den Magneten bewegen. Sogar nach links und nach rechts. Okay. So, ja klar.
so noch ran, ja, ja. Okay, da muss das Teil... So, alles klar. Ist ein dicker Ufer. Dann nach rechts fahren. Ja, ein bisschen doof, dass es jetzt sich... Oder scrollt das mit? Ja, doch, doch, das ist gut. Gut, gut, gut. Kannst du ein bisschen einordnen? Stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp, stopp. So. Nein. Bisschen nach rechts vielleicht. Oder jetzt gleich runter. Dann ausmachen. Und du fährst wieder. Nee. Doch. Ach, Schwachsinn. Erst aufsaugen. Hallo? Nochmal aufsaugen und dann hoch. Und dann erstmal ausmachen. Ich hoffe noch, dass ich da hinkomme. So. Und Tick nach rechts vielleicht. Sonst komme ich da. Ja. Das ist Maximum. Okay. Dann muss der Sprung jetzt gelingen. Nein. Und jetzt runter. Genau. Das war's eigentlich. Nee. Jetzt steht der ja noch im Weg. Ah. Der muss wieder weg, sonst kann ich ja nachher nicht hochspringen. Nein. Nee, anders. Wieder runter. Ich muss den erst wegschieben. Klar. Ja, das war eigentlich... Nee, doch, doch, stimmt, das war nicht unnötig. Ach, Mist, das, ich muss draufbleiben, so war das, ja. Ja, das war klar, dass er ihn wieder ansaugt. So. Und noch einmal. Ja, das passiert nicht, wenn du noch weiter hochgehst. So. Dann fallen lässt. Du bist ja noch ein Ticken weiter oben. Zockst du ihn hoffentlich nicht wieder auf. Gut. Jetzt muss ich... Das darf ich nicht auf dem... Oben kann ich landen. Nein, bleib schön oben. Und jetzt muss ich rüber... Fahr erstmal weg da. Okay. Das kannst du eigentlich auch anbleiben. Das ist, glaube ich, egal.
erstmal gar nichts? Nein. Wollte ich gar nicht. Wollte ich überhaupt nicht. Dahin? Genau. Erstmal hier runter. Alles klar. Das kann erstmal so bleiben. Nein. Das muss so stramm bleiben, wie es geht. Also, größtmögliche Spannung. Okay, dann normal hochziehen. Ach, dafür ist der da. Ja, der mich da durch schwinge. Noch mehr Band. Knall sonst dagegen, das wird wahrscheinlich nichts. Sein, er fällt ein bisschen schräger. Ja, okay. Gut. Wieder eine Illusion. Fahren das Fahrzeug. Fahren wir erstmal. Boah, was ist das denn? Das hätte man als Blut interpretieren können. Was so gut ist, ja, gewesen. Das ist ja diese Lampf. Okay. Ei, 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 alles tödlich hier. Schnell rauf. Okay. Zweiten. Ein bisschen mehr Zeit, wenn der erste da zermahlen wird. Schrott gepresst wird hier. Das ist ja übel, übel, übel. Ich muss weiter rechts stehen. Boah, ich habe noch am Zögern. Soll ich darauf oder nicht? Oh, oh, oh. Entweder oder. Runter. Das ist natürlich ideal, wenn die sich ein bisschen stapeln. Auf jeden Fall da stehen und wahrscheinlich genau wieder oben. Da. Die größte Chance. Boah, da fliegt mir was fast auf den Kopf von oben. Okay. Ui. Okay. Dick. Ja, da muss definitiv was angeklemmt werden oder aber angestellt werden. Dosen hatten wir Vorrichtung, glaube ich. Nein, kennen Sie schon mit dem. Komm schon. Komm, Wolny. Gar nie. Hui, Pust.
Nun? Ja, nun lass mich mal wieder runter hin hier. Kann sie wieder von oben oder nein, diesmal war nicht. Nach einer Brücke aus. So, mein Trampolin steht. War das richtig? Ist das rechts, also, ne? Ja, genau. Oh, es reicht nicht. Nein, das ist nicht zu fassen. Wo hätte ich denn noch Farben sparen sollen, bitte? Ach, die Dinger selber, ja. Nicht klar. Nein, ich hätte es doch schon gelöst. Dann löse ich jetzt mal das. Noch einmal. Ach, jetzt macht das Ganze Sinn. Ja. Nee, das war schon los, ne? Ja, diese Schrottteile, die klauen mir Garn. Oh, ja, egal. Ist nicht schlimm. Ich muss sowieso von vorne anfangen. Das muss alles total schnell gehen, weil die Schrottteile den Garnfaden nach hinten drücken und wir dadurch Garn klauen. Das muss ganz schnell jetzt sein. Okay. Das muss jetzt ratzifatzi gehen, sonst ist nachher nicht genug Garn da mehr. Steh. Komm schon. Kann das reichen? Ja, okay. Oh, es liegt runter. Ich muss los. Aber das ist lieber, glaube ich, ja. Oh, ich werde zerquetscht. Nein, Gami. Bleib hier. Ein weiteres Garnsymbol. Und einen weiteren Eintrag. Der da lautet, der da heißt: Alles geht zwangsläufig zu Ende. Irgendwann kommt die Maschine zum Stillstand. Redet sie da von ihrem Herzen? Ich hoffe nicht. Unsere Wege kreuzen sich für eine Weile. Aber wir haben alle unterschiedliche Ziele. Oh. Metaphorisch könnte sie von ihrem Herzen und der Herzensverbindung sprechen. Die Maschine, die dann zum Stillstand kommt, die Verbindung, die ja immer weiter gekappt wird. Und ja, sie redet zum zwangsläufig schon vom Ende oder vom zu Ende gehen, ja. Ja, da haben wir nochmal genau. Ja, ein Schrottplatz, auf dem ihr Mann oder Freund oder wie auch immer das zeitlich zu interpretieren ist, gearbeitet hat. Wieder das schöne Hund. Das hatte ich doch auch schon, oder? Nee. Das hatte ich doch schon, genau. Ach, so hatte ich vorläufig schon was gezeigt. Ja, genau. Okay. Dann
geht es im hoffentlich letzten Teil, denn es wird ja immer länger. Ich wollte eigentlich... Ja, aber wer dabei geblieben ist, der wird es dann hoffentlich auch zu Ende noch schauen. Ich wollte das Spiel eigentlich nur mal vorstellen. So ein bisschen. Und hätte nicht gedacht, dass es so viele, also auch faszinierende, interessante Abschnitte hat. Aber das, wenn ihr mal hinschauen mögt... Warte mal. Es ist ja schon ziemlich vollgeklebt. Also viel kann da wirklich nicht mehr kommen. Also viel Platz ist da nicht mehr. Vielleicht ein, zwei Symbole können da noch... Also mit viel Spucke vielleicht oben noch, aber... Also ich glaube, es geht wirklich dem Ende zu. Es war kein Vollpreistitel. Aber faszinierend, wie umfangreich das Spiel ist. Ja, bye bye und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Teil.